Ja, liebe Frau Sandner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in meiner Funktion als Stadtverordnetenvorsteher. Und zu Beginn möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bei denen bedanken, die verantwortlich sind für diese Veranstaltung, die verantwortlich sind für dieses Gedenken. Das Friedensschutzbüro und der Friedensschutzkreis, das sind die zwei Institutionen, die das hier ermöglicht haben, und das ist sehr wichtig. Es ist deshalb wichtig, weil es zu unserer Erinnerungskultur gehört. Und Erinnerungskultur ist etwas Wichtiges. Es sollte nicht zum Ritual erstarren, sondern es sollte solche Ereignisse wie heute zum Anlass nehmen, über gewisse Dinge nachzudenken. Und ich denke, das Ereignis heute ist eines, an das wir erinnern, über das man nachdenkt. Meine Damen und Herren, am 6.8.45 wurden US-Atombomben auf Hiroshima und später auf Nagasaki abgeworfen. Wir haben schon gehört, Zehntausende Japaner starben sofort, viele an den Spätfolgen des Abwurfs. Andere leiden ihr Leben lang an den Folgen. Tausendfaches Leid und Elend nach Jahren, noch Jahre danach. Japan kapituliert, der Zweite Weltkrieg ist beendet. Wir gedenken den Opfern dieses verheerenden Ereignisses. Wir mahnen im Angesicht dieses Wahnsinns eines Abwurfs von Atombomben und dessen schrecklichen Folgen. Wir fragen nach den damaligen Hintergründen, der Bedeutung für uns heute. Waren die Abwürfe der Atombomben gerechtfertigt? Dank der Atombombe kapitulierte das imperialistische Japan, Kriegsverbrechen des japanischen Kaiserreichs wurden gestoppt und der Zweite Weltkrieg ging deutlich früher zu Ende. So ist die Lesart in vielen Lexika bis heute dokumentiert. Und davon sind nach wie vor viele Historiker und auch große Teile der US-amerikanischen Öffentlichkeit überzeugt. Die beiden Atombomben der USA auf Hiroshima und Nagasaki seien aus Sicht von Historikern militärisch nicht notwendig gewesen, sagte der ehemalige ARD-Asien-Korrespondent Klaus Scherer im Deutschlandfunk. Japan habe zwar später kapituliert, aber vor allem aus anderen Gründen. War der Abwurf überflüssig? War er unmoralisch? Oder hat er Leben gerettet durch die Verkürzung des Krieges und das Leben tausender US-Soldaten verschont, die sonst Japan mit konventionellen Waffen und der hohen eigenen Verlusten hätten erobern müssen? Wir können die Frage wahrscheinlich nicht abschließend beantworten. Vermutlich stoßen wir hier aber auf eine sehr grundsätzliche Frage zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Ein rigoroser Gesinnungsethiker orientiert sich an seinen als richtig erkannten Werten, nicht an den Folgen der von ihm in die Wege geleiteten Politik. Ein Verantwortungsethiker, der um die Gebrechen der Welt weiß, bewertet sein Handeln hingegen nach den Folgen. Sind das reine historische Betrachtungen oder philosophische Betrachtungen? Nein. Wieder band uns ein Krieg. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des mindestens autoritären Russlands gegen die demokratische Ukraine. Russland ist Atommacht. Es droht mit Atomwaffen. Vor diesem Hintergrund wird auch bei uns wieder über Aufrüstung, auch mit Atomwaffen, geredet. Wir alle wünschen uns, dass Atomwaffen für immer verschwinden. Ist es zu verantworten, einseitig auf Atomwaffen zu verzichten? Ist es moralisch zu verantworten, Atomwaffen zu besitzen und mit ihrem Einsatz zu drohen? Welche Rechtfertigung gibt es, Atomwaffen zu besitzen? Was hätte der Verzicht auf Atomwaffen für Konsequenzen? Der Krieg in der Ukraine mit seiner Vorgeschichte gibt uns Hinweise über die Folgen. Nach der Auflösung der Sowjetunion waren auf dem Territorium der Unabhängigkeit
unabhängigen gewordenen Ukraine sowjetische Atomwaffen stationiert. In einem Vertrag erklärte die Ukraine sich bereit, diese Atomwaffen an Russland abzugeben, gegen die Zusicherung der territorialen Integrität bzw. Souveränität der Ukraine. Die Ukraine hat einseitig auf Atomwaffen verzichtet. Wir wissen heute, was diese Zusicherung der territorialen Souveränität wert war. Hätte Putins Russland die Ukraine angegriffen, wenn sie im Besitz von Atomwaffen gewesen wäre? Hätten mittlerweile tausende Leben in diesem Krieg gerettet werden können? Man muss kein Militärstratege oder Politikwissenschaftler sein, um sich der Atomwaffenfrage realistisch zu nähern. Es bleibt ein höchstwahrscheinlich sehr bittere Erkenntnis. Das Argument der Abschreckung durch Atomwaffen. Wie erreichen wir trotzdem den Verzicht auf diese schreckliche Waffe oder besser auf Kriegswaffen überhaupt? Es können nur kollektive Sicherheitsstrukturen sein und die Durchsetzung von Demokratie weltweit zur friedlichen Konfliktlösung. Im Kleinen funktioniert dies bzw. regional begrenzt. Die Europäische Union ist ein solches Beispiel. Niemand kann sich einen militärischen oder gar atomaren Konflikt zwischen EU-Staaten vorstellen. Jahrhunderte war die Mitte Europas von blutigen Schlachtfeldern durchzogen, auf denen die jeweils neuesten Waffen zum Einsatz kamen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir regeln in der EU unsere Konflikte friedlich mit demokratischen Mitteln. Weltweit sieht dies jedoch anders aus. Wir registrieren Konfliktherde zum Beispiel im Chinesischen Meer mit massiven militärischen, Klammer auf, atomaren, Klammer zu, Drohungen. Die Atommacht China nutzt ihr Waffenarsenal, um territoriale Ansprüche gegenüber kleineren Nicht-Atomwaffenstaaten durchzusetzen. Was wären dort die Folgen ohne die militärische Präsenz der Atommacht USA, zum Beispiel für das demokratische Taiwan? Was wären die Konsequenzen für kleine Staaten wie Estland, Lettland, Litauen ohne den atomaren Schutz der USA? Übrigens, Estland, Lettland, Litauen besitzen eine russischsprachige Minderheit, wie die Ukraine. Die Argumentation von Putin könnte dieselbe sein. Wir sind uns sicher einig, dass das Ziel aller politischen Bestrebungen sein muss, auf Atomwaffen zu verzichten. Auf dem Weg zu diesem Ziel dürfen wir allerdings aus meiner Sicht die Folgen eines einseitigen Verzichts nicht ausblenden. Realpolitik zeigt uns die harten Konsequenzen. In Kenntnis dieser Aspekte müssen wir weiter und immer wieder an das Grauen der Folgen des Einsatzes solcher Waffen erinnern. Das Ziel muss die Verbannung von Atomwaffen bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.